Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von City Skylines 2 unserer europäischen Stadt. Wir machen heute fleißig weiter, wir haben jetzt mittlerweile März und ich hoffe, dass der Schnee langsam aber sicher sich dem Ende neigt. Mal schauen, die Schneeräumfahrzeuge sind auf jeden Fall fleißig unterwegs, versuchen die Straßen hier einigermaßen frei zu räumen. Wir werden uns heute ein bisschen um den Stadtausbau kümmern. Ich würde gerne auch vielleicht ein bisschen gucken, dass wir etwas mit abgesenkten Straßen arbeiten. Also ich würde gerne neue Gebiete vorbereiten. Ich würde gerne so ein bisschen schauen, wie man mit dem Straßennetz weitermachen. So ein bisschen Richtung Innenstadt, wo dann auch die höheren Häuser dann irgendwann stehen sollen. Und das müssen wir mal ein bisschen rumprobieren, was da so möglich ist, was man da optisch vielleicht Schönes auf die Beine stellen. Und ich würde sagen, wir legen auch an dieser Stelle direkt los. So, hier haben wir ja letztes Mal unsere Schule schön aufgebaut, ein bisschen die Sportanlagen drumherum. Und ich habe mir gedacht, mit dieser Straße, die hier durchgeht, die hat ja in der Mitte dann hier die Straßenbahn auch. Ich würde die gerne splitten hier. Und würde die etwas tiefer verlegen. Mal gucken, ob das klappt. Und in der Mitte würde ich gerne die Straßenbahn durchlaufen lassen. Das würde ich dann irgendwie versuchen, natürlich alles anzuschließen. Na, ich weiß noch nicht, wie weit wir absenken. Ich denke mal so auf 7,5. Und da können wir dann eigentlich auch mit Wegen von oben, mit Schrägen so ein bisschen runtergehen. Ich möchte mal gucken, ob sowas funktioniert. Und mal gucken erstmal, was uns die Kacheln kosten. Weil ich würde gerne hier natürlich ein Stückchen weitergehen. Hier müssen wir mal gucken. Wir machen das mal so. Wir klicken die mal alle an, wo wir brauchen. Wir haben ja 14 an der Zahl frei. Wir können dann hier auch nochmal fleißig weiter und könnten das mal für eine 500.000 einkaufen. Dann hat man hier auf jeden Fall mal ein bisschen Möglichkeiten, was zu machen. Genau. Dann würde ich gerne hingehen und würde zum einen gerne hier erstmal die Tools soweit einstellen. Und dann machen wir hier die Bäume natürlich weg. Und schauen mal, ob wir hier dann so durchkommen. Machen wir uns mal so eine Schneise vielleicht. Ist hier auch schon ein bisschen. Ich nehme nur so ein paar Bäume noch weg. Und hier geht es dann eben durch. Und wie sieht das vom Gelände her aus, wenn wir hier mal durchgucken? Da gehen wir natürlich auch. Das richten wir auch mal kurz ein. Da würde ich gerne mal schauen, dass wir von hier nach hier einfach mal so einen kleinen Winkel uns durchziehen. Damit wir sehen, wo wir durch. Wir gehen ja eh tiefer. Wir sehen einfach von den Höhenunterschieden ist hier wirklich kein Problem. Das heißt, wir splitten hier, gehen dann runter und gucken, dass wir dann drumherum ein bisschen mit den höheren Gebäuden arbeiten. Ist irgendwo eine Idee. Wir haben ja hier die Straßenbahn, die hier endet. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich hier das vielleicht schon irgendwie angehen möchte. Dass ich hier an dieser Stelle, obwohl wir könnten das auf der anderen Seite auch enden lassen. Also ich finde das ein bisschen als Endpunkt ein bisschen ungünstig, ne? Also hier ein Endpunkt, hier noch eine Haltestelle für die andere Linie. Dann haben wir hier die Umsteigemöglichkeiten. Ist das gut? Bin mir nicht sicher, was haben wir denn hier? Achso, das ist Muscle Car. Wir lassen das auf jeden Fall so. Wir splitten das hier noch nicht. Wir machen das erst ab hier. Genau, und jetzt müssen wir mal gucken, mit welchen Straßen wir das machen. Ich würde ja eigentlich gerne mit den Schnellstraßen das machen, hier an dieser Stelle. Ja, dass wir das hier mit splitten. Weil wir ja da auch nicht direkt unbedingt was als Raster benötigen. In dem Fall könnten wir natürlich hier fleißig hingehen und wir machen das extra, oder? Oder ich passe mir das schon mal so auf die Höhe an, die ich haben möchte. Das wäre die andere Idee. Dass ich mir das Gelände schon mal anpasse. Ich glaube, so sind wir besser dran. Jetzt muss ich hier erstmal gucken. Machen hier erstmal das fleißig runter. Dann können wir mal gucken, dass wir zum Beispiel hier mal absenken. Okay, das ist, geht nicht so schnell, wie ich mir das gedacht habe. So. Also gucken, dass es nicht zu tief wird. Aber ich finde das tatsächlich. Ist das zu tief schon? Auf dieser Höhe kann man doch ganz gut hier durchwandern. Wir gehen mal hier als Test. Guck mal, das wäre diese Höhe. Das ist okay, oder? Vielleicht noch ein Müh höher. Probieren wir mal. Passen das einfach so an. Ha, könnte ich nix. Ja, sehr, sehr gut. Schneit wieder. Ah, hat aufgehört zu schneien. Genau, dann machen wir das auf diese Höhe.
und passen uns das erstmal hier gemütlich an. So, machen wir das so. Gehen wir hier wieder auf die 100. Machen das hier auf die Weise. So. Muss ich gucken. Oh, ich finde durch den Schnee, das ist so anstrengend hier, damit zu arbeiten. Das müsste ja von der Breite her reichen, obwohl ich sagen würde, dass wir hier doch nochmal ein bisschen ausbauen, damit wir hier einfach eine gewisse Möglichkeit haben. Wir müssen ja den Freeway nicht direkt nebeneinander verlaufen lassen. Ich würde ihn gerne so ein bisschen unterschiedlich machen. Deswegen machen wir das so. Das ist ein bisschen zu viel. 200. Ja, das ist 200, machen wir. Gehen wir hier so durch. Huch. Gehen wir hier so weiter. Sind dann hier am Ende wieder angekommen. Das heißt, wir hatten hier so ein bisschen einen abgesenkten, eine abgesenkte Schnellstraße. Ich habe so eine gewisse Vorstellung, wie das aussehen soll. Ich weiß noch nicht, ob das uns gelingen wird. Das ist so die andere Sache. Und hier würde ich dann ganz gerne von hier aus nach hier natürlich dann hier erstmal langsam runtergehen wollen. Ja, das ist schon mal so grob auf jeden Fall das, in welche Richtung das für mich gehen soll. Wie gesagt, wir machen das mit den Schnellstraßen. Gehen dann hier durch. Und ziehen dann hier eben und splitten die hier durch. Ich würde dann halt gerne auch mit Auf- und Abfahrten arbeiten, ne? Das ist ganz klar. Welche Büsche und so weiter? Ne, das sieht nur so aus. Ne, dass man hier so mit Auf- und Abfahrten dann arbeitet. Gucken wir mal, wie wir das alles dann hinbekommen. Würde dann hier da weitergehen. Gehen wir hier mal auf die 180. Und lassen das mal ein bisschen gerade laufen. Ja, genau. Das ist ja jetzt hier eben, das ist, wenn wir das Gelände ja schon bearbeitet haben, einfach sehr, sehr schön. Also das Ganze in die andere Richtung noch machen, ja. Und zwar würde ich jetzt, wir fangen von der Seite aus an. Wir lassen ja hier in der Mitte ein bisschen Platz. Wir haben hier doch nochmal Büschchen. Könnt ihr weggehen? Das ist immer, wenn die nicht gerendert werden. Wir haben ja alle Bäume weggemacht hier, aber das Problem ist, dass wir hier einfach zu weit weg waren oder so. Hier machen wir das dann so. Straßenbahn kommt in der Mitte noch durch, ne? Straßenbahn kommt in der Mitte noch durch. Wir machen das so, dass die so ein bisschen weiter auseinander sind. Hier im Kompletten. Ha. Ich überleg gerade, wie ich das hier mache. Das ist ja eh eine komplette Gerade. Hier die Straßenbahn so durchlaufen zu lassen, ist ja keine schlechte Idee. Das ist ja hier die komplette Gerade hier an dieser Stelle. Da können wir mal gucken, dass wir das so ein bisschen mit Augenmaß natürlich machen. Dass es einigermaßen gleich ist. Ist das hier eine Gerade, die ich hier mache? Die andere Seite ist nicht gerade, ne? Haben wir wieder richtig gut gemacht, ey, wirklich. Da gehen wir hier rum. Gehen hier dann mehr zusammen. So. Und schließen hier dann an. Ist das okay? Kriegt man das so hin überhaupt? Ist die Frage. Ist wirklich eine berechtigte Frage, ne? Also hier das. Upsala. Das bekommen wir ja so hin, ne? Wir gehen dann beide hier raus. Und dann in der Mitte gehen wir mit der Ding durch, mit der Straßenbahn. Oh je. Beidseitig. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen Friemelarbeit, aber das machen wir hier schön langsam. Okay, der hat da hinten die Probleme. Ich würde sagen, das ist, sah nach ein bisschen mehr Problemen aus. So. Dann ist es halt einfach nicht eine Straße mit Straßenbahn, sondern wir haben hier dann eben auch so ein bisschen Unterschiede. Da könnte es ein bisschen knapp werden. Uiuiui. Hallo. Geh mal durch. Dankeschön, Dankeschön. Gehen wir hier nochmal ein Stück weiter. Oder wir machen das sonst so und splitten tatsächlich auch die Straßenbahn an sich ein bisschen. Was vielleicht hier ganz sinnvoll wäre. Hier haben wir die Unterschiede. Hier kriegen wir den Anschluss leider nicht, ne? Das macht er mir nicht. Nichts gesagt.
Das würde er mir machen, das zeigt es noch nicht an. Das ist ja schade. Ich hole hier nochmal ein Stück weg. So, zack. Weil er hat nämlich schon den Anschluss gemacht. Nur, das ist nicht Hupsala. Ist nicht der richtige. Oh, das ist jetzt wieder eine Friemelarbeit. Was macht er mir nicht? Schade. Warum machst du mir das nicht? Oh, Mann. Bitte. So, dann haben wir das. Sehr, sehr schön. Haben wir hier jetzt eine Ampel, glaube ich? Oder irgendwas? Warum haben wir hier so einen Strich? Ach, dieser Strich. Warum ist denn der da? Der kommt durch irgendeine Regelung, kommt der. Also, normal ist es Ampel, aber ich glaube, wir haben hier keine Ampel, oder? Doch, wir hatten hier eine Ampel. Sehr gut. Perfekt, dann haben wir das hier weg. Dann geht das hier, splittet sich. Und jetzt können wir halt hier schauen, eben in der Straßenbahn. Wir könnten einerseits die zweispurige durchlaufen lassen in der Mitte und könnten einspurige an den Seiten entlang laufen lassen. Voll die Idee, machen wir. Ist gekauft, wenn ich meine Maus wieder gefunden habe, geht's weiter. Ich würde mir wünschen, dass man die Maus farblich ändern könnte. Die entwischt mir leider immer hier. So, das muss ja nicht perfekt in der Mitte sein. Das sieht jetzt erstmal dann anfänglich halt ein bisschen doof aus. Aber irgendwann, glaubt mir, wird das dann, glaube ich, ganz cool aussehen, wenn dann halt hier die ganzen Bäume dann stehen. Ne? Die ganzen Straßenbahnen dann hier durchgehen. Gut, hier müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das vielleicht hier einigermaßen identisch auf jeden Fall machen. So ein bisschen auf jeden Fall. Guck mal, das mal bitte so. So ein bisschen nach Augenmaß. Also wer die Straße da unten, diese Schnellstraße gebaut hat, hey, wirklich. Das sollte mal zum Augenarzt gehen. Das ist ja hier wirklich... Das ist ja hier krumm und schief hier, das Ding. Wir gehen von der Mitte zu der Mitte. Im Endeffekt müsste das reichen. Das sieht jetzt durch den Schnee und ohne Bäume sieht das echt doof aus bis jetzt noch, aber naja. Wir gehen hier nochmal ein Stück zurück. Dann gehen wir hier in den Snap. Gehen hier nochmal ein bisschen geradeaus. So, zack. Nein. Ein bisschen geradeaus, habe ich gemeint. So, ja. Wir sind sogar in dem Tool. Sagen, habe ich schon wieder was vergessen. So, dann haben wir hier die Straßenbahn durch. Guck mal. Dann kriegen wir hier nämlich so eine abgesenkte, also wirklich jetzt nicht irgendwie mit so Mauerteilen, sondern halt einfach wirklich so selbst abgesenkt. Das ist, glaube ich, um einiges schöner. Dann würde ich nämlich ganz gerne hier mit der Straßenbahn in der Mitte, jetzt müssen wir mal überlegen. Also wir gehen einmal in der Mitte durch. Hätten hier dadurch eine gute Verbindung. Ich würde das jetzt hier gerne so machen, dass wir hier natürlich dann mit Einspurigen teilweise auf der Seite rumgehen und auf der anderen Seite auch nochmal mit den Einspurigen, damit wir die Haltestellen dahin bekommen. Dann können wir zwischendrin einfach immer mal wieder so ein bisschen, man könnte hier unterschiedliche Touren machen. Das wäre halt so der Punkt, ne? Man könnte zum Beispiel hier hingehen und könnte an dieser Haltestelle eine andere Straßenbahn als an dieser Haltestelle als Beispiel mit reinbringen. So Möglichkeiten hätten wir momentan auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich jetzt gerne hier mit den ganzen Brücken erstmal arbeiten. Würde ich hier auf jeden Fall eine rüber machen. Wir fangen auf einer Seite an. Das sind hier drüben. Hier geht's runter. Genau. Dann würde ich gerne hier eine Brücke rübergehen lassen. Das wird dann auf jeden Fall ein bisschen größer von den Straßen auch. Achtspurig finde ich halt echt heftig, muss ich zugeben. Sind wir hier achtspurig? Hier unten sind wir sogar kleiner. Ah, das ist wieder dieses Spurenspiel. So, wir machen das so. Wie sieht denn das hier aus? Wir machen das so, zack. Wir gehen hier rüber. Das hat ja mal wieder richtig gut funktioniert mit diesen Brücken. Okay. Ja, mittlerweile weiß ich mir zu helfen. Ich bin nicht klein. So. So, dann machen wir das hier auf plus 0,9. Sehe ich wieder die Steigung. Die versteckt sich immer. Also diesen Winkel und so weiter finde ich nicht so. Das brauche ich nicht, aber diese Steigung wäre echt nicht schlecht. So, dann sind wir hier drüben angekommen. Zack. Hätten wir hier eine der Straßen schon mal fertig. Also eine der Brücken. Dann lassen wir das hier mal noch ein bisschen weitergehen. Aber ich würde das gerne hier auf der gleichen Höhe weitergehen lassen. So ein bisschen noch. Ne? Geht die hier durch?
So, das haben wir. Dann gehen wir weiter. Die nächste Brücke wird ein bisschen kleiner sein und wird hier rüber gehen. So, auch das hat wieder nicht funktioniert. Machen das genau gleich wie gerade. Och Mensch, jede einzelne Ding muss man selber einstellen. Ach, schön. So. Minus 0,4. Gehen wir ein Müh nochmal ins Plus. Immer bei 0,7. Ist ja nicht schlecht. Könnten hier dann gerade drüber gehen. Machen das bis auf die andere Seite und gucken mal, wie wir hier vom Winkel rauskommen. Minus 0,8 müssen wir. Ich denke mal, das ist okay. Dann sind wir auf der Höhe. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und ihr, glaube ich, erahnt, in welche Richtung das langsam gehen soll. Das ist auf jeden Fall ein bisschen eine größere Baustelle hier. Dann würde ich gerne hier. Hier auf der Seite sind wir höher als auf der anderen Seite. Deswegen geht es hier langsam schräg runter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist es vom Gelände. Da müssen wir hier den Anfang machen. Gehen wir hier rüber. Sollen ja ein paar. Ach, wir sind auf 2,5 gestartet. Ich glaube, das haben wir vorher auch gemacht, ne? 0,3 ist der Start. Könnte halt das so ein bisschen anpeilen. Machen wir das? Ne, wir bleiben auch hier gerade. Machen das hier so auch gerade. Gehen hier dann auch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. 0,8. Ich finde 0,8 ist vollkommen in Ordnung. 0,8 ist vollkommen in Ordnung. Das ist echt gut. Machen das ein bisschen kleiner, wird man das ja. Ne? So. Gehen wir hier nochmal weiter. So, da haben wir den Anschluss. Ja, mal das. Das passt auch. Und dann gehen wir weiter. Machen hier vielleicht nochmal nebenbei so ein paar kleinere Straßen, damit wir einfach so ein bisschen Variation auch hier drin haben. Gehen wir hier rüber. Guck mal, das klappt ja wirklich sehr, sehr gut. Ach, jetzt muss ich hier wieder alles einstellen. Mann! Ich will einfach noch so eine Einheitshöhe haben, Mann. So. Gehen wir hier auf 0,3. Gehen hier auch wieder gerade drüber, würde ich sagen. Passen uns hier dann an. Auf plus 0,7. Da haben wir hier die 0,1. Das ist sehr gut. Da sind wir wieder hier eher identisch von der Höhe her. Haben wir das auch. Und jetzt würde ich gerne nochmal gerne eine 8. Jetzt würde ich gerne nochmal gerne. Ja, guter Satz. Würde ich nochmal eine 8-spurige hier gerne durchbringen. Von hier aus. Hier rübergehend als Verbindung. Hätte ich gerne so ein bisschen als Bogen genommen. War ziemlich viel gerne in einem Satz. Wir schauen mal. Machen das hier erstmal ein bisschen weiter so. Und dann würde ich hier durchgehen. Das war nix. Dann würde ich hier durchgehen. Diese Weise. Und dann gehen wir hier auf die 0,1. 1,1. 0,1 ist besser, ne? Ist jetzt hier ein bisschen knapp. Plus 0,2. Machen das so. Gehen hier rüber. Kann man das so ein bisschen als. Ist, ja, weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt hier dann wieder den Winkel sehen würde. Mann. Was hier? So. Wenn wir hier auf 0,6 minus 1, 0,6, kann man bleiben. Probiere hier gerade so ein bisschen Kurve mit der reinzubekommen. Dann machen wir das so. Gehen hier dann geradeaus weiter. Habe mich hier dann auch die nächste Brücke. Ja, guck mal, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Das gefällt mir.
Das heißt, wir haben hier einige Brücken nacheinander. Wenn dann die Häuser hier links und rechts stehen, glaubt mir, das sieht, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool aus. Ob man da mit Mauerteilen arbeiten, weiß ich tatsächlich noch nicht. Wir könnten das hier mal versuchen. Wir müssen das ja nicht auf beiden Seiten machen, sondern wir können das nur auf einer Seite machen. Wir könnten hier zum Beispiel dann mit so einem Mauerstück hier durchgehen. Und jetzt hier haben wir natürlich das Problem, dass hier die Schräge natürlich, dass wir das ja hier schon angepasst haben. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Wo ich sagen würde, dass wir das hier einfach dann weiter so machen. Dann gehen wir hin. Das ist die dreispurige. Da könnte man hier mit so einem Mauerstück durch. Geht das? Das sieht noch nicht so gut aus. Minus 8, irgendwas. Okay. Der ist jetzt halt hier auf... Das ist nicht ohne. Aber können wir, glaube ich, so hinbekommen. Mache ich hier nochmal auf 0,8, 0,5, 0,1. Okay, das geht doch schon mal sehr, sehr gut. Wir kommen hier zurecht. Wir kommen hier zurecht, Leute. Genau, da mache ich jetzt von hier aus tatsächlich. Das war falsch. Das wollte ich nicht unbedingt so machen vielleicht. Dann würde ich von hier aus, probieren das nochmal, ins andere Tool gehen und würden hier dann eben langsam einfach wieder auf die Höhe 0 uns runterarbeiten und gehen dann hier in die Richtung weiter. So. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Das ist schön. Und hier würde ich dann gerne mit einer Auffahrt irgendwie arbeiten, die wir hier dann eben nach oben gehen lassen. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das Ganze veranstalten, wie wir das Ganze anschließen. Das mit den Mauerteilen würde ich, glaube ich, auf der einen Seite beibehalten, auf der anderen Seite nicht. Das machen wir dann hier weiter. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Genau, genau. Und jetzt müssen wir halt natürlich hier schauen, wie wir dann hier auch nach oben kommen. Ja, und da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen rumprobieren. Wir machen das hier mit. Und gehen dann von hier aus. Wir könnten hier nämlich an diese große Straße hier einfach anschließen. Also hier so. Einfach anschließen. Oder wir machen das so. Wir könnten dann oben an der großen Kreuzung sind wir dann. Das gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Das so machen. Wie sieht denn das aus? Das wäre halt wieder eine Brücke, ne? Ich hätte gerne ein Mauerteil gehabt. Dafür sind wir aber, glaube ich, zu hoch auf der Seite. Ich hätte das gerne mit Mauern irgendwie geregelt. Also auf jeden Fall sind wir hier falsch rum, das ist klar. Dann machen wir das nochmal richtig rum. Aber ich hätte das gerne mit Mauern geregelt. Also hier unten drunter, aber das können wir nicht beeinflussen, ne? Die kleinen, die gehen, glaube ich, nur bis 7,5. Ich glaube, die größeren Straßen haben mehr Untermauerung auf anderen Höhen noch. Deswegen hat das hier auch funktioniert. Ja. Außer mit dem Gelände irgendwie. Aber ich glaube, mit dem Gelände möchte ich jetzt hier nichts machen. Jetzt gucke ich mal, ob wir das so vielleicht lassen. Wenn dann hier unten drunter Bäume stehen, sieht das ja auch ganz nett aus. Wir können das mal so lassen auf dieser Seite. Überlege gerade, wie ich dann hier wieder runterkomme. Das könnte man auf der anderen Seite machen. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich das so lassen möchte. Das ist schon sehr, sehr steil eigentlich. Obwohl wir ja hier von den Höhen auch ein bisschen Unterschied haben. Das wäre es halt. Das ist halt schon eine gewisse Höhe, die wir hier dann vertreten. Vielleicht haben wir ihn doch ein bisschen verschätzt. Ich würde dann hier. Ich wäre gerne hier als Bogen runtergegangen. Da wir jetzt aber hier doch schon wieder diesen schwungvolle Auffahrt haben, möchte ich hier nicht nebendran laufen lassen. Außer wir lassen die hier auch nebendran laufen. Wir machen das anderweitig. Das ist halt eben so die Sache, dass man hier zum Beispiel einfach nochmal ein bisschen neben der Straße verläuft. So als Beispiel. Und dann hier eben wahrscheinlich auf die 10 ungefähr. Eine Steigung von 7,5 haben. Oder noch anders. Passt auf. Probieren hier weiter. Wir gehen hier hin. Und gehen hier so durch. So. Dann machen wir das so. Dass wir hier dann auf. Versuchen die Mauer zu kreieren.
Und das so machen. Jetzt haben wir hier nämlich dieses Mauerstück. Dass das schon mal gar nicht so schlecht aussieht. Mit dem Mauerstück gehen wir dann bis hier vor. Und dann wandern wir hier rein und gehen hier auf die 10. Dann haben wir hier noch eine Brücke. So auf die Weise. Also die Mauer haben wir bis hier und hier können wir leider keine Mauer setzen. Das ist sehr schade. Aber das würde gehen. Ja. Sieht der Anfang halt nicht ganz so schön aus. Wir machen das hier dreispurig. Und haben hier dann schon so ein bisschen die Ausfahrt kreiert. Können dann hier von der 0 hier dann auf die 5 hochgehen. Das macht er sogar. Ja, so rum ist das besser. Erstmal die Ausfahrt machen. Das sieht doch schon mal etwas besser hier aus. Das würde ich lassen. Hier geht es dann halt hoch. Diesen Knick kriege ich nicht anders hin, oder? So. Ja, okay, aber dieser Knick ist raus. Die Ausfahrt ist auch einigermaßen hübsch. Doch, so können wir das lassen. Das war jetzt doch gar nicht so leicht, muss ich zugeben. Dann haben wir hier auf jeden Fall diesen Teil schon mal richtig gemacht. Na, hier haben wir die Ausfahrt, da gehen wir dann rein. Jetzt würde ich von der anderen Seite aus, was ja glaube ich nicht ganz so hoch wie hier drüben ist, würde ich dann mal gucken. Wenn wir das machen, wir werden erstmal noch die Auffahrt machen. Wir können die Auffahrt natürlich auf die andere Seite hier machen. Können die hier runtergehen lassen, können dann hier einen Kreisverkehr draus machen an dieser Stelle. Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Soll ich mal gucken. Ich glaube, die Seite dürfte ein bisschen einfacher sein zum Anschließen. Ja gut, wenn wir das mit dem Kreisverkehr regeln, ist das vollkommen in Ordnung. Wir machen das so, dass wir hier eben runtergehen auf die 5. Haben hier eine Steigung von, ich habe keine Ahnung, weil es wieder nicht angezeigt wird. Gehen hier dann eben auch langsam. Die 3. Gehen wir dann da Mauerteil hin, ich hoffe. Perfekt. Das war nicht so gut. Dann würde ich jetzt gerne, okay, wir merken uns mal 3,5. Wir graden hier mal irgendwo eine Auffahrt ab. Oh wow. Wäre ein bisschen zu nah, ne? Das wäre ein bisschen zu nah. Dann machen wir das hier so. Graden hier dann ab. Und gehen dann von der 3,5, die wir hier haben. Na, guck mal. Das ist der Vorteil, wenn es gespeichert wird. Gehen wir dann hier. Oh. Ja. Ah, so wollte ich das nicht haben. Schließen das hier dann so an. Siehst du, hier sind wir ja glatt. Also hier geht es ja nicht so nach oben. Das ist auf jeden Fall, taugt etwas mehr. Was ein bisschen schade ist, ist, dass hier der Teil so einen Bogen runter macht. Das würde ich gerne noch einmal probieren. Aber die anderen Seiten dürften ein bisschen einfacher sein. So. Wir könnten das ja einfach so die Höhe selbst entscheiden lassen und snappen das dann einfach. Geht das besser? Haben wir jetzt so eine einheitliche? Ne, wir gehen trotzdem so runter. Ah, ist okay, finde ich. Das ist okay. Dann haben wir das. Und jetzt gehen wir auf der anderen Seite wieder nach oben. Also hier auf dieser Seite. Oh, Jesus Gott, ey. Was das hier wird schon wieder? Ich hätte gerne hier mit dem Bogen das ein bisschen gemacht. Und zwar wäre ich jetzt hier gerne mit so einem Halbkreis, so dieses typische, würde ich gerne hier als Auffahrt nutzen. Machen wir das hier hin dann. Und zwar können wir das ja ziemlich einfach dann kreieren, indem wir dann hier das so regeln. Wäre das so?
Und jetzt könnten wir hier auf der Seite mit Gelände ein bisschen was anderes machen. Und zwar gehen wir dann hier irgendwie runter. Und auch hier dann runter. So ein bisschen. Kann man das irgendwie verkaufen? Weiß ich noch nicht. In dem Fall bleiben wir hier aber unten und machen nichts mit Mauern. Weil wir sind ja hier auf der anderen Seite. Wir gehen ja hier dann entlang. Dann würde ich hier mal gerne anpeilen, wo wir hier das Upgrade machen. Ungefähr hier würde ich sagen. Oder halt auch nicht. Ungefähr hier würde ich sagen. Dann machen wir das so, dass wir hier eben von oben, von der Seite aus, dann hier runter gehen. Sind wir ja dann eh auf 0. Das ist eine 4,4er Steigung. Genau, und hier lassen wir das dann so dann hier reinführen. So, und von hier aus machen wir dann den Bogen. In dem Fall graden wir hier das hier ab. Und könnten dann von der anderen Seite, ich glaube, wir bauen das von hier aus, glaube ich, besser. Gehen wir hier so runter. Vielleicht machen wir das doch anders. Gehen wir hier so runter. Und snappen uns dann hier eben so dran. Und dann drehen wir das hier nochmal. Das hier drehen. Das hier drehen. Dann hätten wir hier mit den unterschiedlichen Höhen, glaube ich, eine ziemlich nette Ausfahrt auf die Beine gestellt. Und jetzt kommen wir hierzu, dass wir hier den Kreisverkehr mit reinnehmen. Und dann schütten wir unten drunter auf. Wir nehmen den großen. Och, Menno. Nehmen den kleinen. Den. Ganz kleinen. Der ganz kleine macht's natürlich. Will ich ja so. Oh, nee. Ach je. Das ist ein bisschen zu viel Schwung, den wir hier haben. Im Endeffekt können wir das hier nochmal neu machen. Wir machen erstmal den Kreisverkehr hin. Den hier. Und gehen dann von hier aus runter. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Weil hier ist ja eh nur eine Brücke gewesen. Und dann würde ich von hier aus das so machen. Das ist richtig? Ja. So. Gut, das hätten wir. Wir haben immer noch Schnee, ne? Das ist Wahnsinn. Dann würde ich gerne hier eben drunter ein bisschen aufschütten. So auf die Weise. Weil da das ja alles Brücken sind, können wir das machen und können dann hier zum Beispiel mit so einer Schräge arbeiten. Sieht das gut aus? Das könnte ganz gut aussehen eigentlich. Gucken wir mal. Wenn dann hier die Bäume stehen. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist halt wieder die Stützen, die halt hier so drin sind. Aber da müssen wir halt nochmal das Ganze ein bisschen nachjustieren. Was ich hier halt immer ganz gerne mache, an diesen Stellen, sind zum Beispiel den Teil, die Stütze so ein bisschen frei zu räumen und dann hier nochmal so drum zu gehen, so ganz leicht. Genau, und hier würde ich dann trotzdem ein bisschen höher gehen. Ja, und dann kriegen wir das ganz gut hin. Ja, ich glaube, hier gibt es gar kein Grün. Ist immer noch auf jeden Fall der März und ist noch fleißig was los. Jetzt würde ich von hier aus dann weiterhin mit diesen Mauern dann arbeiten einfach. Dass man dann zum Beispiel hingeht. Das könnte man vielleicht auch nochmal kurz vorbereiten. Dass man hier dann zum Beispiel hingeht. Achso, weil man das braucht nicht. So. Gucken mal, dass wir das so ein bisschen gerade machen. Und auf eine Höhe. An den Kreisverkehr schließen wir nicht an, das ist wichtig. Aber wir gehen hier von dieser Seite aus dort nochmal mit so einer Straße wahrscheinlich hier durch. Wandern dann hier weiter. Ich glaube, man merkt langsam, in welche Richtung das hier dann noch gehen wird. Dann ist man ja hier eh auf 0. Ne? Ne? Und so möchte ich das hier jetzt alles nach und nach dann aufbauen. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt hier an dieser Stelle dann anschließen möchte. Vielleicht vom Winkel her ein bisschen weiter. Oder warte mal, wir sind ja im europäischen Setting. Im Endeffekt könnte man dann halt auch mit einer Kurve arbeiten, die hier durchgeht.
Genau, und dann könnte man hier mal schauen, wie man das Ganze dann hier weiter miteinander verbinden. Das muss ich mir halt erst nochmal dann genauer anschauen. Aber das sieht, glaube ich, ganz okay aus. Haben wir hier auch wieder dieses Mauerstück. Und das sieht dann halt wirklich, glaube ich, ganz nett aus. Und wenn dann jetzt hier die Straßenbahn nochmal hier ihre Linien bekommt überall, damit Wegen verbunden wird hier, ist halt sehr, sehr steil. Also Wege in die Richtung, linke Seite zu verbinden, ist okay, in die rechte. Müssen wir halt mal schauen, wie wir hier dann entlang gehen und dann hier vielleicht mit diesen Bereichen, wo wir nicht mit der Mauer gearbeitet haben, vielleicht ein bisschen rumhantieren. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Das sieht auf jeden Fall alles nicht wirklich schlecht aus. Auch das mit den Zufahrten, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und da bauen wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal weiter und gucken mal, dass wir vielleicht die ersten Häuser hier auch mit reinbekommen und vielleicht auch die Straßenbahn dann schon mal so ein bisschen vorbereiten. Das passt dann auf jeden Fall. Ja, ich habe mir gedacht, weil Büro war heute tatsächlich, jetzt haben wir wieder Büro-Nachfrage, das hatten wir jetzt aber die ganze Zeit nicht. Deswegen dachte ich mir, okay, so wirklich Nachfragen haben wir nicht. Bereiten wir hier mal ein bisschen was vor. Glaube ich, eine ganz coole Idee gewesen. Ja, so, ich bin mal sehr gespannt, was ihr zu dem Ganzen sagt, was wir hier heute auf die Beine gestellt haben. Und ja, ich hoffe natürlich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und ihr das ganz schick findet, was wir hier so gebastelt haben. Und würde mich natürlich dahergehend sehr über eine Bewertung freuen für dieses Video. Lasst gerne auch ein Abo für den Kanal da, wenn ihr hier nichts mehr verpassen möchtet von meinen Cities Skylines 2 Projekten. Aktiviert das Glöckchen, damit ihr gut informiert werdet, wenn neue Videos erscheinen. Und dann werden wir hier beim nächsten Mal ein bisschen weitermachen und schauen, dass wir das Ganze auch vielleicht ein bisschen optisch ausschmücken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag, macht es gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!